Pommes machen durstig. So, also. Gehen wir hier raus und kloppen ein paar kleine Fittern. Also winzige Fippern. So. Und so ist ein roter Pfeil. Ah, Südstrand müssen wir noch gehen, genau. Der schlimme Onkel kommt auf mich zu. Ich hab Angst, der schlimme Onkel. Er schlägt mich windelweich. So, große grüne Wespe Anführer. Ein Ork. Noch eine grüne Wespe. So, was sind die Fippen? Winziger magischer Käfer. Irgendwo hier sollten die Fippen sein. Ich habe die letztens hier irgendwo gesehen. Okay, Oh, Knick, ausgewachsener Wolf. Hier sind die Fippen. Winzige Schlange. Fippen sein. Wir müssen aber nicht die Schlangen. Wo sind die Fippen? Die sollen eben hier sein. Ja, irgendwo hier. Wahrscheinlich hier an der Ecke. Ja. Also ich werde jetzt ab jetzt alles zeigen. Wenn ich online bin, dann nehme ich auf. Und eben Let's Play Together Champions of Regnum wird mein Hauptprojekt sein, weil es am besten ankommt. Über 500 Aufrufe innerhalb von 2 Tagen spricht für sich. Beim ersten Part von Let's Show Champions of Regnum. Danke für die vielen Aufrufe und auch die vielen Likes. Und ja, mal schauen, wie gut das Let's Play jetzt ankommt. Und je mehr Aufrufe es hat, je mehr Likes es hat, desto mehr will ich auch aufnehmen, oder? Also könnt ihr sicherlich sehr viel mitwirken. Und eben auch dabei sein. Ich bin eigentlich fast jeden Abend auf dem Server. Einfach hier auf die Community, dann hier auf Freunde und hier unten Dragodian eingeben und hinzufügen. Und wenn ich es dann sehe, nehme ich es an. Natürlich. Und dann könnt ihr mit mir chatten, indem ihr zum Beispiel an die Doppelklick, glaube ich. Machen wir mal Mystics Box. Irgendwie. Ah, wahrscheinlich müsst ihr, also wenn ich in der Nähe bin, auf mich draufklicken und dann irgendwie zum Chat einladen oder so. Oder private Nachricht, glaube ich, müsst ihr klicken, damit ich hier euch bei Chat sehe, zum Beispiel hier voran dir. Ja. Dann kann ich euch mit erst privat mit euch reden. Okay, sonst eben bei Skype, Drago Basler. Also mit Leertaste Drago und dann Leertaste Basler. Könnt ihr mit mir auch reden, sogar telefonieren, wenn ihr überhaupt Bock habt. Also, müssen wir doch diese Dinge töten. Diese winzige Schlangen. Steht nämlich Fippen und das sind keine Fippen, also Fippen ist ja eine Unterart von Schlangen. So, Waffen und angreifen. Ja, sind die. Okay, gut.
202 Schaden. Schlecht. 242. Yeah. Hier oben ist noch eine. Ja. Da ist jetzt zerfleischen. Und... Erfolg. So. Gibt's noch mehr? Da. Die sind noch leicht. Später werden sie dann schwer. Also bis 12, bis 13 müssen, also 13 müssen wir treten. Okay. So, und da oben. Und dort hat es auch noch eine. Okay, gut. General Lock. Die Lock machen wir. Und Inventar. Reptilien Zahn. Sechs. Sieben. Und sechs und acht. Ja. Gehen wir zu der. So. Nächste Schlange bitte. Und zweitletzte Schlange. So, und jetzt die letzte Schlange. Die hier. So. Knapp haben wir überlebt, die 13 Schlangen. Und gehen jetzt zurück in die Stadt. Quests abgeben. Zwei haben wir gelöst jetzt. Okay. Kampfmodus aus. So, was haben wir sonst hier? Keine Schätze. Nö. Leopard. Jo, also seit gestern haben sich schon 4 zur Freundesliste angemeldet, ungefähr 2-3 haben es noch nicht gemacht. Dankeschön für so viel Gemeinschaft. Und eben wenn ihr Bock habt, dann dürft ihr nachher auch gerne bei der Gilde dabei sein. Ihr dürft mir helfen, gründen. Ich brauche nämlich 1 Million, habe ich von einem gehört. 1 Million Gold und 8 Partymitglieder. Also 8 Freunde, die dann die Party, eine Party machen und dann Mitglieder. Partymitglieder werden und dann kann ich die Gilde gründen. Da muss ich irgendwie zu einem Gildenmeister gehen und das habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber das wird wahrscheinlich in der anderen Stadt sein. Das ist ja Fiskael. Ja. Und in dieser Quest ist es glaube ich Ria Raya.
Korsum ist nur ein kleines Dorf, sieht aber ein bisschen größer aus als zum Beispiel Triscale, aber es ist nur ein kleines Dorf, ja, ein großes Dorf. Dann gibt es hier noch Dossim und dann das Kessel, aber das ist außerhalb des großen Walls. Jo. Also. Wir müssen jetzt hier zum Südteil der Stadt. So, gehen wir zuerst zu dem da. Kellerak sagte, ich wusste, dass es eine Lösung gibt. Mal sehen, Kapitel 5, Elfenwasser. Mit seinen polierten Eigenschaften. Wenn ihr mich immer noch helfen wollt, geht in Richtung Norden, in die Südstrand, tötet ein winziger Steingolem und bringt mir sein Fels. Ich brauche diese magischen Steine, um sie in das Elfenwasser zu tauchen. Ich würde selbst gehen, aber ihr werdet ja verstehen, dass ich nur mit einem Handvoll funktionsfähigen Zauberstab gehen kann. Ja, wir wissen es langsam. Magier ohne Stäbe sind keine Magier. Hui. Kann man ja auch mit der Hand. Also bitte. Ratner sagte, nicht so schnell, ich habe nie gesagt, dass ich euch bezahle. Ich halte nur das, wonach ich gefragt wurde. Bringt den Nest zu Sperrverkäufer der Stadt und nur dann bekommt ihr das, was ihr euch versprochen habt. Ja, ja, ja. Paldun, der Wächter. Die Schächte, erwartet ihr mehr als Wasser da unten? Wippern? Nein, nicht seit der letzten Säuberung. Seitdem gibt es keine mehr dort unten. Haben wir nicht schon was schon mal gehabt? Komisch. Ah, der hat ja noch eine Quest. Ich wusste, dass es eine Lösung gibt. Mal sehen. Kapitel 5. Elfenwasser mit seinem polierten Eigenstab. Ich habe ja das schon angenommen. Was ist denn los? Alles verbuggt halt oder was? Ja, ja, die Qualität ist halt nicht so gut von der Ecken, aber es ist trotzdem ein super tolles Spiel, vor allem wegen dem öffentlichen PV. Also Spiel, also ja, PvP, wie sagt man, PvE, nein. Ja, einfach Clan vs. Clan, Clan War. So. Vorsicht, nur ein Kratz durch die Zähne wird euch töten. Ich kann nun gute Waffen machen, aber ich muss herausfinden, wie ich es schaffe, dass sich die Soldaten nicht immer selbst damit verletzen. Das wäre das Letzte, was sie tun würden. Ihr seid ein hohes Risiko dafür eingegangen. Ihr verdient dieses Gold. Danke. So. Dann haben wir hier alle Quests, oder? Ja. Jetzt müssen wir zum Südstrand. Wo gehen wir am besten hin? Nach runter und dann nach rechts. Nach links. Okay. Haben wir neue Ausrüstungsgegenstände bekommen? Verbundene Spezialistenpfeil. Eisschaden. Den nehmen wir mal mit. Vielleicht gibt es einen Schützen oder Jäger, den ich beschenken kann. Der Giftspeer ist schlecht. Brillant. Edelsteine. Jan und sein Loot. Und